Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen und besonderen Unboxing. Es ist so eine tolle Edition geworden und ich freue mich so sehr darauf, euch die jetzt zu zeigen. Es ist wirklich einfach nur richtig, richtig schön geworden. Bei mir ist das Future Pack angekommen von den beiden Yu-Gi-Oh! Filmen. Und der erste Eindruck ist schon mal super toll und das schauen wir uns jetzt zusammen an. So, ganz vorsichtig natürlich lösen wir erstmal den Zettel ab, dass wir uns den anschauen können. So, hier haben wir dann unseren Zettel. Der erste Film und dann noch Bonds Beyond Time. Darauf freue ich mich auch schon richtig, den zu schauen. Ich habe den noch nicht geschaut, tatsächlich. So, und dann hier. Natürlich richtig aufgeschrieben, wie auch sonst. Und dann natürlich noch unsere technischen Daten. Ja, dann, der erste Film geht 86 Minuten, der zweite 48 Minuten, der ist recht kurz, wusste ich gar nicht. Und beides mit deutscher und englischer Synchro. Und wir haben natürlich noch Extras, unseren Aussteller. Und dann noch Bildergalerien, Trailer und den Bonds Beyond Time Recap. Und das schauen wir uns doch jetzt mal an. Wenn die Folie von meinem Finger abgeht. So. Hier haben wir natürlich unsere eine Seite. So sieht das Ganze von der Seite aus. Und noch unsere Rückseite. So, dann machen wir das gute Schätzchen mal auf. So, ganz vorsichtig. So, dann haben wir hier wieder unsere KSM-Werbung, die wir schon angeschaut haben. Unseren schwarzen Magier, den ich natürlich sofort für euch auspacken werde, dass wir den in voller Pracht anschauen können. Wäre ja viel zu schade, den in der Folie zu lassen, wenn wir schon unsere Aufstellersammlung vervollständigen und erweitern, ne? So. So, dann machen wir noch schnell die Füßchen dran. Die hier zum Glück gut halten. Das ist ja immer so eine Schwierigkeit. Teilweise, dass die halten. Und dann haben wir unseren schwarzen Magier. Den stellen wir mal hier hin. So. Und dann noch unsere zwei Scheiben. Gucken wir uns natürlich auch an, was dahinter ist gleich. Hier haben wir Bonds Beyond Time. Und dann natürlich noch Yu-Gi-Oh! The Movie. Und dann haben wir hier unsere Rückenbilder. Also, oh, es ist so toll. Ich bin so glücklich, dass die endlich draußen sind. Und ich finde das Double Future Pack auch wirklich richtig geil. Und dann noch mit dem schwarzen Magier. Das ist richtig, richtig toll. So. Ich bin noch richtig gespannt, wie Bonds Beyond Time ist. Den ersten Film habe ich vor Jahren mal geschaut. Tatsächlich. Kann mich aber kaum noch daran erinnern. Deswegen bin ich da umso gespannter, den nochmal zu schauen. Und werde das dann hoffentlich nächste Woche tun. Wenn ihr den ersten Film noch in Erinnerung habt oder Bonds Beyond Time schon geschaut habt, freue ich mich natürlich wie immer gerne über eure Meinungen, wie die Filme denn sind. Aber ich glaube, die werden mich nicht enttäuschen, auch Bonds Beyond Time nicht. Und vielleicht, aber nur vielleicht, passiert es dann sogar, dass ich dann so Lust auf Yu-Gi-Oh! 5Ds bekomme, denn nach Jax habe ich aufgehört zu schauen, weil Duells auf Motorrädern war mir dann schon zu viel. Aber wer weiß, vielleicht habe ich dann ja sogar Lust darauf. Könnte gut passieren. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen und
halt euch natürlich auf jeden Fall auf dem Laufenden, auch auf unserer Instagram-Seite. Da werdet ihr dann auch noch ein paar Fotos bekommen von dieser tollen Edition. Und ich finde es wirklich wie immer einfach nur wunderschön und ich habe einen Yu-Gi-Oh!-Aufsteller mehr. Jetzt wäre natürlich so einer von dem schwarzen Magiermädchen noch toll, ne? Aber dafür müsste natürlich noch ein Film rauskommen. Ha! Ja, aber man kann ja nicht immer alles bekommen. Auf jeden Fall, meine Lieben, sind wir damit dann wieder am Ende angekommen bei dieser tollen Edition. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt, wie immer, und dann sehen wir uns beim nächsten Video.